Ja, heute komme ich mal auf den Verfassungsschutz zu sprechen. Der ist ja nun ja auch in aller Munde wegen der AfD, dass sie ja da unter Beobachtung ist. Und wie gesagt, und da kommen mir ja auch schon immer so einige Sachen komisch vor, wollen wir mal so sagen, dass sie sich immer so auf die AfD konzentrieren. Und nun habe ich da einen Artikel gefunden von einem Martin Wagener. Und er hat den Artikel geschrieben am 19.08.2021. Also das war ja praktisch ein paar Monate vor der Machtergreifung der Grünen, hätte ich beinahe gesagt. Und er hat einen Gastkommentar geschrieben in der Neuen Zürcher Zeitung. Und da hat er das mal so ausgedrückt, ich will das mal vorlesen. Und das finde ich, das trifft auch genau zu. Also der Bundesverfassungsschutz lässt sich politisch instrumentalisieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll das Grundgesetz schützen. In der Praxis überschreitet die Behörde dabei regelmäßig ihr Mandat, wenn sie der Politik zu gefallen versucht, etwa beim Kampf gegen rechts. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist 1950 gegründet worden, um das Grundgesetz gegen Verfassungsfeinde aller nur denkbaren Couleur zu schützen. Über die Jahrzehnte hat es sich wacker geschlagen. Es konnte dabei allerdings nicht der Versuchung widerstehen, hin und wieder Analysen vorzulegen, die im Diskurs dem Bereich der Intelligenz of Toplice zugeordnet werden. Mit ihnen wird versucht, politischen und medialen Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Ging es zu Beginn der 1980er Jahre noch gegen die Grünen, so ist die Behörde heute unter anderem die Alternative für Deutschland politisch positioniert worden. Die Bereitschaft, sich partiziell instrumentalisieren zu lassen, hängt mit dem rechtlichen Stellung des Präsidenten des BVF zusammen. Er ist politischer Beamter. Damit gehört er zur Gruppe jener Menschen, die gemäß Paragraph 54 Absatz des ersten Bundesbeamtengesetzes vom 5. Februar 2009 von der Besoldungsgruppe B6 an aufwärts jederzeit an den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Darum ist dies so, geht aus Paragraph 30 Absatz des ersten Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 hervor. Spitzenbeamte wie der Leiter der Kölner Behörde bekleiden ein Amt, bei dessen Ausübung sie in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen. Parteipolitisch neutral, Fragezeichen. In rechtlicher Hinsicht gehört es also gerade nicht zu den vornehmen Aufgaben des Präsidenten des BFV, sich parteipolitisch neutral zu verhalten. Er kann jederzeit zum Befehlsempfänger werden. Ist zum Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer der Meinung, dass der Rechtsextremismus zur größten Gefahr für die innere Sicherheit geworden ist, dann hat der Leiter des Verfassungsschutzes der Einschätzung zu folgen. Am 17. Dezember 2019 war diese analytische Hierarchie auf einer Pressekonferenz zu beobachten. Seehofer nahm eine Bewertung des Rechtsextremismus vor und sagte mit Blick auf die anwesenden Präsidenten des BRV und des Bundeskriminalamtes: Ich bedanke mich auch bei beiden Behörden, dass wir hier völlig nahtlos, harmonisch und ohne, dass wir irgendetwas anweisen müssen, sondern aus eigener Überzeugung diese Felder sehr, sehr stark bearbeiten. Auf der Ebene der Landesämter für Verfassungsschutz werden die Abhängigkeitsverhältnisse dort deutlich, wo die Behörden lediglich das Dasein einer Abteilung des Landesinnenministeriums fristen. Der Kampf gegen rechts. Thomas Haldenwang hatte das Zeichen der Zeit bereits bei seiner Ernennung zum Präsidenten des BFV im November 2018 erkannt. Nach der gescheiterten NPD-Verbotsverfahren, dem NSU-Desaster und Skandalisierungsversuchen um seinen Vorgänger Hans-Georg Maaßen gab es im Bundesinnenministerium eine klare Erwartungshaltung. Der Neue darf nicht einmal ansatzweise den Eindruck erwecken, rechts, was in der Übersetzung eigentlich nur konservativ bedeutet, zu sein. Haldenwang sollte in den folgenden Monaten alle Erwartungen übertreffen. Der Kampf gegen rechts befand sich fortan ganz oben auf der Agenda des BFV. Inhaltlich wurde dies vor allem mit dem Mord an Walter Lübcke sowie den Anschlägen von Halle und Hanau begründet. Obwohl die Attentäter Einzelgänger waren und nicht im Auftrag einer Bewegung oder eines rechtsextremen Netzwerkes agierten. Für Haldenwang war dies nicht weiter relevant. Der politisch-mediale Druck war schlicht zu groß. Indem er nun auch begann, das politische Vorfeld, die neue Rechte, für verdächtig zu erklären, entsprach er erneut den Erwartungshaltungen relevanter Entscheider. Dadurch konnte er Druck von der Behörde nehmen, um in Ruhe zu arbeiten. Zugleich baute der Präsident bei den Verantwortlichen Kredit für künftige Fehltritte auf. Willkürliche Beurteilung. Für die neue Rechte gab es gleichwohl keine allseits anerkannte Definition. Wer sich dieses Terminus bedient, kann darunter normale, konservative und auch Neonationalisten verstehen. Für Haldenwang war dies ohne Belang. Er suchte sich jede Definition aus, die zur eigenen Analyse passte. Auch seine Vorstellung zum von der identitären Bewegung vertretenen Ethnopluralismus, mein Gott,
sowie zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff setzen so an. Es wird eine rechtsextreme Facette herausgeschält, ohne das Phänomen in ausgewogener Form zu betrachten. Die angeblich 7000 Mitglieder des einzigen Flügels der AfD und dem Rechtsextremismus-Potenzial hinzugerechnet worden. Die Zahl ist eine Schätzung und es fand natürlich keine Einzelprüfung statt. Und so, wie gesagt, Verstöße gegen die Verfassung, so geht das im Endeffekt immer weiter. Wie das, das geht ja nur noch ein ganzes Ende weiter. Das will ich nur nicht alles vorlesen, das von diesem Martin Wagner. Jedenfalls, das kann man sich da raussuchen. Und nun können wir das ja eben interessant, wenn man jetzt sieht, wer jetzt im Kontrollgremium für dieses, für diese Behörde ist. Also das Kontrollgremium führt, das ist Konstantin von Notz. Das ist praktisch so eine Art Busenfreund von Robert Habeck. Dann ist Ralf Stegner mit drin, der ja sowieso total auf gegen rechts gepolt ist. Das ist ja schon in Schleswig-Holstein schon gewesen. Da sind die Rechten ja ein Feindbild für ihn gewesen. Er ist ja, oder seine Söhne ja auch sehr der Antifa, soll er ja zugerechnet werden. Und dann noch der Kiesewetter von der CDU, der da mit drin ist, der ja gefordert hat, dass bald die Raketen nach Moskau fliegen sollten. Also da kann man doch ganz genau sehen, dass die Behörde doch unter Druck steht und auch da, wie gesagt, beeinflusst wird von diesen Leuten, wenn sie da vorgeladen werden und dann Bericht ablegen müssen, was sie da machen. Und das geht doch eindeutig gegen die AfD, um diese AfD jetzt mit vielen Punkten zu schwächen, damit praktisch das Machtzentrum der Altparteien in Deutschland, die Transatlantiker, die von der Atlantikbrücke, dass die gestärkt werden oder dass das Machtperium nicht in Schwanken kommt. Also hier läuft doch eine ganz krasse Sache ab. Das kann man doch ganz eindeutig sehen, dass hier doch nachgeholfen wird, um diese Stimmung, dieses Framing gegen Menschen, sagen wir, von der AfD zu machen. Die werden alle als Nazis beschimpft, wo viele Leute ja gar nicht mal wissen, was überhaupt ein Nazi ist. Nur damit die Grünen hier praktisch ungestört ihr Unwesen treiben können und praktisch da, wie man jetzt ja so rausfindet, eigentlich mehr auf der Gehaltsliste von George Soros stehen. Also das ist schon eine scharfe Nummer, die hier insgesamt abgeht. Und das sieht man ja auch, die Holländer haben sich ja auch nach rechts ein bisschen entschieden und machen diesen ganzen Kram, was hier durchgezogen werden soll, auch mit den sogenannten Flüchtlingen, die hier ja mit Absicht hier rübergebracht worden sind von Angela Merkel, von ihrem Staatssekretär. Das ist schon eine unglaubliche Nummer, die hier abläuft. Und wie gesagt, soweit ich weiß, werden viele Leute schon als Trotz jetzt auch für die Europawahl wollen die AfD wählen, weil diese ganzen Sachen, die müssen nochmal aufgeklärt werden, die hier eigentlich in Deutschland jetzt im Moment abgehen. Und wenn Behörden schon so gelenkt sind, was kommt denn als nächstes auf die Bürger zu?